Hallo, mein Name ist Sinn Gavin Girova. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Heute sprechen wir wieder über die Sucht. Was ist die Funktion einer Sucht? Eine Sucht ist ein Ersatz für liebevolle, positive, unterstützende zwischenmenschliche Beziehungen. Warum braucht man diesen Ersatz? Weil man in seiner früheren Kindheit oder auch im früheren Erwachsenenleben schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht hat. Aber die richtige Ursache, die von diesen schlechten Erfahrungen liegt, tatsächlich in der früheren Kindheit, wo ein Kind schlechte Erfahrungen mit den nahestehenden Personen gemacht hat, also mit dem Vater, mit der Mutter, mit den Großeltern, auch mit den Geschwistern vielleicht. Da ist eigentlich das Trauma. Und dann, dadurch, dass man sich unter den Menschen nicht wohlfühlt, diese Angst, diese Anspannung, nicht zu genügen, schlechter als andere zu sein, eigentlich sich selbst zu hassen und alles Mögliche, macht so, dass der Mensch natürlich sagt, lieber bleibe ich alleine, aber alleine geht es hier diesen Menschen auch nicht gut. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen zwischenmenschliche Beziehungen, wir brauchen Menschen. Die echte Lebensfreude, ohne Substanzen, ohne nichts, bekommt man von positiven Menschen, von tollen Freundschaften, von der Liebe, von der Zuneigung, von der Anerkennung, von dem Gefühl, gebraucht, geliebt, akzeptiert zu werden. Und das alles geht verloren durch diese negativen Erfahrungen in der Kindheit. Was macht die Sucht? Die Sucht sagt, ah, du brauchst diese anderen Idioten nicht, die werden dich nur verletzen. Die sind alle entweder schlechter als du, dummer als du. Die verstehen dich nicht. Bleib alleine, ich bin da und wir machen uns einen tollen Tag oder einen tollen Abend. Und die Funktion der Sucht in diesem Fall ist, die Sucht natürlich, ich nehme hier Alkohol, aber es betrifft natürlich Computersucht, Drogensucht und so weiter, genauso Spielsucht. Es ist das Gleiche. Die gleiche Funktion, ein bisschen anders. Das Erste, was die Sucht macht, sie nimmt die Angst vom Menschen, weil man ist alleine, Menschen sind nicht da, man hat das Gefühl, man hätte ja überhaupt kein Problem damit, mit Menschen zu kommunizieren, alles ist gut, alles, man bleibt in dieser virtuellen Welt und die Droge manipuliert dein Gehirn so, dass einfach alles super ist und du lernst nichts. Du wirst noch einsamer. Zweite Funktion. Ja, man bekommt so eine Illusion, auch ohne Menschen, ohne Freunde, ohne einen Partner glücklich zu sein. Die schöne Flasche mit einem tollen Etikett steht auf dem Tisch und bietet dir so viele Fantasien, wie toll das alles in deiner Welt ist und wie in Ordnung das alles ist und wie toll das alleine zu sein ist. Ja? Das macht dir Droge, die kennt dein Gehirn schon, war schon oft bei dir zu Besuch. Und genau, die größte Falle auch, Funktion der Droge ist, dass du dich auch alleine glücklich fühlst an dem Abend, wo du was konsumierst oder Computerspiele treibst oder irgendwie ins Casino gehst. Aber am nächsten Tag ist das nicht mehr da und du kannst nicht mehr zurück, denn du hast nichts gelernt, du hast nicht gelernt, wie du mit Menschen umgehst. Das ist genau, was du am meisten brauchst in dieser Situation, wenn du das nicht kannst. Und in dieser Zeit machst du keinen einzigen Schritt zu deiner Weiterentwicklung, zu dem diese sozialen Kontakte, soziale Interaktionen zu lernen.
du degradierst, denn du verlernst sogar das, was du schon konntest. Und du lebst in einer Illusion. Und das, was dir immer mehr fehlt, denn du bist ja so oft alleine, betrunken und allein oder mit deinem Computer spielen und alleine. Und du wirst eigentlich immer einsamer und brauchst noch mehr Droge. Und der richtige Weg aus dieser Situation ist, zu sagen, okay, ich habe Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist etwas, was ich lernen muss, unbedingt. Das musst du lernen, um von Drogen wegzukommen, egal welche Sucht das ist. Erlaube der Droge, erlaube der Sucht, kein Ersatz zu sein in deinem Leben. Erlaube der Droge nicht. Sie darf kein Ersatz werden in deinem Leben, denn sonst hat sie dich dann komplett. Die nimmt dich weg aus dem Sozium, ganz weg, und irgendwann kannst du gar nicht mehr zurück. Sag diese Droge, egal welche Art sie ist, sag zum Beispiel dem Alkohol, geh weg. Ich kann nicht dafür, dass ich diese zwischenmenschlichen Beziehungen noch nicht meistern kann. Ich kann nichts dafür, wenn ich mich unwohl fühle unter den Menschen, aber ich kann das lernen. Denn sobald du akzeptierst, dass das nicht deine Schuld ist, dass du einfach irgendwo etwas nicht gelernt hast und jetzt lernen kannst, egal wie alt du bist, dann ist für dich das ein klarer Weg. Das ist das eine. Und das zweite ist, du musst dir gestehen, dass dieser Schritt, das Trinken aufzugeben und diese soziale Kompetenzen, soziale Skills, dieses soziale Benehmen zu lernen, für dich ein sehr wichtiger Schritt ist. Du kommst nicht rumherum. Du musst das lernen, wenn du aus der Sucht aussteigen willst. Dadurch, dass du dich alleine ja auch schlecht fühlst, ohne Drogen, ohne deine Sucht, brauchst du die Sucht. Und natürlich musst du lernen, dich erstmals auch alleine gut zu fühlen. Und dann lernst du, dich auch unter den Menschen gut zu fühlen. Um dich alleine gut zu fühlen, musst du in die Ursache gehen, warum du dich mit dir alleine schlecht fühlst. Und darum geht es in meinem nächsten Video. Okay? Dann bis zum nächsten Video. Alles Gute, deine Inga.